Einen schönen guten Tag allerseits. Dobar den na vsichki. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Deutschland, liebe bulgarische Teilnehmer, herzlich willkommen auf unserer Online-Konferenz über die deutschen Technologien für Niedrigenergiegebäude und deren Anwendung in Bulgarien. Für uns ist diese Konferenz ein Novum. Sie ist eine Herausforderung, denn sie findet in einem Ausnahmezustand infolge des Coronaviruses statt. Die Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer zusammen mit der Firma Energiewächter GmbH hat die heutige Online-Konferenz veranstaltet und im Nachhinein B2B-Gespräche zwischen deutschen und bulgarischen Unternehmen, die im Bereich Energieeffizienz tätig sind. Das Projekt findet im Auftrag des BWI statt, im Rahmen der Exportinitiative Energie. Das Hauptziel ist es, energiesparende und umweltfreundliche Technologien made in Germany vorzustellen. Dies ist bereits die fünfte Ausgabe dieser Konferenz in Bulgarien im Rahmen der Exportinitiative Energie. Diesmal stehen die Niedrigenergiegebäude im öffentlichen Sektor im Fokus. Das ist die erste Online-Konferenz, also zum ersten Mal in diesem Format. Die ursprüngliche Idee war es, dass die Vertreter der deutschen Unternehmen nach Bulgarien kommen und ihre innovativen Ideen vorstellen. Auch die Möglichkeiten kennenlernen, die es in Bulgarien gibt. Und sie hätten dabei auch die Gelegenheit, vor Ort Vertreter bulgarischer Firmen zu treffen. Es hat sich aber anders ergeben und infolge der Situation mit dem Coronavirus haben wir unseren Plan geändert. Und dank der modernen Technologien machen wir jetzt diese Online-Konferenz. Und die B2B-Gespräche, die Gespräche zwischen den Unternehmen, die im Nachhinein stattfinden, werden ebenfalls online stattfinden. Die heutige Konferenz wäre aber nicht möglich, ohne unsere deutschen Teilnehmer. Und ich möchte mich im Voraus für Ihre Teilnahme bedanken. Wir danken ganz herzlich unserem deutschen Partner, Energiewächter GmbH. Wir bedanken uns persönlich bei Frau Marta Cavalli für die Vorbereitung. Wenn Sie einen B2B-Termin mit einem deutschen Unternehmen beantragt haben, werden wir Sie nachher über mögliche Termine benachrichtigen. Sie können einen solchen Termin immer noch beantragen, und zwar nach dem Ende der heutigen Konferenz bei meinem Kollegen. Abschließend danke ich dem Team der Kammer, der viel Arbeit in der Vorbereitung dieser Konferenz investiert hat. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und wir wünschen allen eine interessante und fruchtbare Konferenz. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und viel Erfolg.